Fahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Die heftigen Diskussionen um die ORF-Haushaltsabgabe gehen weiter. Die beiden Wiener Rechtsanwälte Florian Höllwart und Alexander Scher entdecken eigentlich jede Woche neue Ungereimtheiten im Gesetz. Sie kämpfen vehement gegen die Abgabe, die seit 01.01.2024 in Kraft ist. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder Herrn Höllwart und Herrn Scher bei uns im Studio. Vergangene Woche haben Sie hier die ORF-Stiftungsräte dazu aufgefordert, endlich hinzusetzen und das Gesetz und den Beipacktext zum Gesetz genau durchzulesen und die Ungereimtheiten zu diskutieren. Einer hat das getan, nämlich Norbert Kettner. Er ist Manager, Journalist, Chef des Wiener Tourismusverbandes. Und er hat sich schriftlich an Sie gewendet. Herr Höllwart, was hat er Ihnen geschrieben? Ja, an dieser Stelle sei dem Herrn Kettner natürlich gedankt, dass er als einziger bisher uns geschrieben hat. Inhaltlich schreibt er das Gleiche eigentlich wie die Regulierungsbehörde. Er beruft sich darauf, dass das Gesetz alles in Ordnung ist und auch die Haushaltsabgabe in Ordnung ist und beruft sich dabei auf die erläuternden Bemerkungen des Gesetzes. Und das ist natürlich aus unserer Sicht völlig falsch. Dazu kann man vielleicht kurz sagen, dass erläuternde Bemerkungen dienen der Interpretation historischer Gesetze und stellen einen Kontext und die Absicht des Gesetzgebers zum Entstehungszeitpunkt des Gesetzes verständlich dar. Sie erläuternde Bemerkungen tragen also dazu bei, Unklarheiten zu beseitigen oder überhaupt falsche Gesetzestexte zu erklären. Jetzt ist es aber so, dass auf diese erläuternden Bemerkungen sogenannte Materialien, auch Regierungsvorlage zählt oder parlamentarische Protokolle, nur zurückgegriffen werden darf, wenn der Wortlaut des Gesetzes unklar ist. Stehen diese erläuternden Bemerkungen in einem Widerspruch zum Wortlaut des Gesetzes, bleiben sie überhaupt bedeutungslos. Und jetzt stellt sich natürlich für uns die Frage, ob einerseits diese erläuternden Bemerkungen überhaupt bedeutungslos sind und andererseits stellt sich für uns nicht die Frage, dass der Wortlaut des Gesetzes unklar ist. Der ist nämlich für uns ganz klar, er darf nicht betragen, nämlich der Haushaltsbeitrag über 15,30 €. Mehr gibt es nicht zu interpretieren. Aber euer Vorwurf ist ja eigentlich in dem Zusammenhang ein anderer, Herr Scher. Sie sagen, die Stiftungsräte haben entweder das Gesetz nicht genau gelesen und den Beipackzettel oder sie verstehen ihn eigentlich nicht, Herr Scher. Was ist da dran? Das ist genau das Problem. Also wir haben hier 35 Stiftungsräte, die sind tatsächlich verantwortlich für den ORF und haben dann natürlich auch Entscheidungen zu treffen und da steht auch im ORF-Gesetz drinnen, was sie zu tun haben, ganz klar. Wenn ein ORF-Stiftungsrat das Gesetz nicht liest, ja, dann ist es schwierig, mit ihm zu argumentieren. Und der Stiftungsrat Kettner, den ich persönlich noch aus meiner eigenen Stiftungsratzeit kenne, den ich eigentlich sehr schätze grundsätzlich, fällt hier vollkommen rein auf die Informationen, die ihm rundherum gegeben werden und hat sich offenbar nicht die Mühe gemacht, das Gesetz tatsächlich zu lesen, weil das Gesetz eindeutig sagt, es gibt ein Prozedere, um den Beitrag festzusetzen. Wenn das Prozedere nicht eingehalten wird, dann gibt es keinen Beitrag. Und er stützt sich tatsächlich dann darauf und sagt, es gibt diese erläuternden Bemerkungen und jetzt muss man natürlich ihm zugestehen, er ist kein Jurist. Das gestehe ich zu und es sind viele im Stiftungsrat keine Juristen. Ja? Man muss auch kein Jurist sein, um Dinge zu verstehen, vor allem wenn sie so klar und deutlich formuliert sind wie dieses Gesetz. Aber was mich schon stört ist, wenn jemand kommt wie wir, die ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergelaufen sind. Also wir sind ja nicht, wir stecken unsere Köpfe da nicht raus mit irgendeinem Gedanken, nur damit wir bei Ö24 auftauchen oder unsere eigenen Vlogs bringen. Ganz ehrlich, so sind wir nicht, da haben wir echt was anderes zu tun. Also wenn wir uns die Mühe machen, das zu argumentieren und zu sagen, liebe Stiftungsräte, schaut euch das an, gehe ich schon davon aus, dass jemand wie der Stiftungsrat Kettner und auch die anderen, der Lederer etc., das einmal echt sich anschauen und von anderen Juristen, müssen ja nicht wir sein, sich einmal Informationen holen und über die Systematik von Gesetzgebung, wie das funktioniert, sich einholen. Das machen die alle nicht.
Die nehmen nur irgendein Zettel von der Com Austria, das in der Qualität sehr schlecht ist, und geben das wieder, ohne es inhaltlich zu prüfen. Der einzige Stiftungsrat, der sich wirklich damit inhaltlich beschäftigt hat, war der Westenthaler, der ja offensichtlich da nach eigenen Angaben einen Antrag gestellt hat beim Stiftungsrat, dass das mal ordentlich diskutiert wird. Nur keiner im Stiftungsrat sieht das als notwendig an, es zu tun. Und das ist, wenn man das jetzt nicht auf ein staatliches Unternehmen sieht, hätte ich einen Aufsichtsrat, der verweigert, darüber zu diskutieren, wie das Unternehmen finanziert ist. Ja? Ich meine, dieser Aufsichtsrat ist ja völlig in der Haftung. Und ich verstehe nicht, warum die das tun. Ja, aber trotzdem, noch einmal zurück. Sie sagen, die übernehmen im Stiftungsrat gerade mal irgendwelche Pressetexte. Ja. Und darüber wird beraten oder auch nicht. Habe ich das richtig interpretiert? Ja. Genau, das ist der Punkt. Es wird einfach nicht das Augenmerk darauf gelegt, was das Gesetz tatsächlich aussagt. Und hinterfragt, naja, wenn die das nicht können, ja, Kollege Deck sagt, darin wird ja kein Vorwurf gemacht, aber man kann ihnen einen Vorwurf machen, dass sie alles völlig unreflektiert übernehmen, na, dann sollen sie halt einen Anwalt beauftragen oder einen sonstigen Juristen, einen Verfassungsrechtler oder ein Gutachten erstellen lassen. Ja. Das wird sich der ORF leisten können. Zur Frage, ob das Gesetz in seinem Wortlaut deutlich ist oder Unklarheiten aufwirft. Wenn es deutlich ist, dann ist das Thema gegessen und der ORF kann die Beiträge zurückzahlen. Wenn es nicht klar und deutlich ist, naja, dann wird man auf diese Materialien, erläuterten Bemerkungen zurückgreifen können. Aber wir sind eben der Ansicht, dass hier der Stiftungsrat einmal schon dem Grunde nach völlig verfehlt an die Sache herangeht, nämlich zu prüfen, ob das Anwälte oder Juristen, da meine ich jetzt gar nicht wir, eine Berechtigung haben, diese Einwände zu erheben. Es ist ja wirklich absurd, die ganze Diskussion um diese Geschichte ist so absurd. Gestern war im Parlament ja ein Tagesordnungspunkt, wo es um die Haushaltsabgabe gegangen ist. Und es waren 12, 13 Redner und da ging es überhaupt nicht ums Thema. Die ganzen Abgeordneten beschäftigen sich überhaupt nicht mit dem Thema, die machen alle Wahlkampf. Und das ist so arg, dass jeder den Kopf in den Sand steckt und nicht darüber nachdenkt, wie kann man hier weiter fortgehen. Weil wenn wir recht haben, und ich bin mittlerweile zu 100% überzeugt, dass wir recht haben, Anfang Jänner war das nicht der Fall, weil ich gedacht habe, wir haben was übersehen, aber mittlerweile bin ich zu 100% überzeugt davon, dass wir recht haben. Gibt es hier einen nicht finanzierten ORF? Und es schert keinen. Es ist unfassbar, das hätte ich nie gedacht, dass es in Österreich möglich ist, dass es den Leuten wurscht ist. Ja, aber da geht es um 710 Millionen insgesamt pro Jahr. Das ist das eine. Und die Diskussion geht jetzt ja eigentlich schon über Monate. 4 Monate, ja. Wollen Sie jetzt die Stiftungsräte nicht irgendwann einmal einladen zu einem Roundtable? Haben wir schon. Wir haben wir gemacht, aber wir machen was anderes. Heute machen wir unser Special nur für die ORF-Stiftungsräte. Das kann jeder auf unseren YouTube-Kanälen anschauen, aber eigentlich ist es gerichtet an die Stiftungsräte, damit jeder der 35 nicht sagen kann, dass er nicht darüber informiert war, wie die Systematik der gesetzlichen Interpretation in Österreich funktioniert. Das ist ganz einfach. Es sind ein paar Grundgesetze. Es gibt im Artikel 18 PVG klar geregelt, dass die Verwaltung basiert nur auf Gesetzen. Da steht nichts von erläuternden Bemerkungen. Und dann in den Interpretationsregeln des bürgerlichen Gesetzbuches, aber auch der Verfassung an sich, ist es immer geregelt, wenn eine gesetzliche Bestimmung klar formuliert ist, gibt es keine andere Interpretationsmöglichkeit über erläuternde Bemerkungen oder sowas. Und das werden wir heute machen, oder haben wir eigentlich heute schon gemacht, und werden es on-air stellen. Und dann können die Stiftungsräte sich's anschauen. Und wer dann noch immer nicht die Notwendigkeit sieht, sich zu informieren, ja, der ist selber schuld. Aber wissen Sie, was mich eigentlich auch sehr ärgert? Ja? Dem ORF ist das Problem bekannt. Nichtsdestotrotz schickt die OBS völlig befindungsfrei weiter die Aufforderungsschreiben an die Konsumenten. Und das sind Konsumenten, das sind ja keine Unternehmer. Schreiben die Haushaltsabgabe vor, Rückstandsausweise, Mahnungen, Zahlungsaufforderungen, als gäbe es kein Morgen. Und ignorieren völlig Anfragen, Anträge, bescheidmäßige Erlassungen. Und das ist eigentlich schon sehr verwerflich. Und da denke ich mir, das hat mit einer Rechtsstaatlichkeit genau nichts mehr zu tun. Nämlich einerseits völliges Ignorieren, Einwände gegen
gesetzliche Bestimmungen und deren Interpretation und auf der anderen Seite die völlige Ignoranz gegenüber dem Verbraucher, der letztendlich tendenziell den ÖF finanziert. Und das ist eigentlich auch schon eine Beleidigung gegenüber dem ÖF-Zuseher. Man müsste sich ja vorstellen zum Beispiel, dass wenn jeder, der so einen Brief bekommt, zum Anwalt geht und sagt, bitte soll ich zahlen oder nicht zahlen, und der Anwalt ein Schreiben an den ÖF oder an die OBS schreibt und sagt, liebe Leute, ich möchte festhalten, dass nicht zu zahlen ist, solange ich keinen Bescheid habe. Und ich möchte jetzt für diese Vertretung einen Schadenersatz für meinen Mandanten in der Höhe meiner Vertretungskosten. Und wenn wir das nur billig ansetzen mit 120 Euro pro Brief, ja, dann hätte der ÖF allein da schon ein Problem. Weil das sind Tausende von Menschen, Zehntausende von Menschen, die eigentlich derzeit gesetzesfrei Aufforderungen zur Zahlung bekommen haben. Wenn sich jeder wehren würde, dann würde diese Geschichte den ÖF also wirklich mehr als ein blaues Auge kosten. Ja, aber trotzdem noch einmal, worum geht es Ihnen jetzt genau? Auf der einen Seite heißt es, ÖF-Beiträge betragen 710 Millionen Euro pro Jahr. Und die Höhe des ÖF-Beitrags von monatlich 15,30 Euro darf nicht überschritten werden. Es darf auch die 710 Millionen nicht überschritten werden. Ja. Das, was Sie zitiert, ist dieser Absatz 19 des Paragraph 31. Dort steht ganz drinnen, welches Budget darf der ÖF maximal haben? 710 Millionen. Warum steht das drinnen? Weil wenn man alle Haushalte die Haushaltsabgabe zahlen lässt, plus die Unternehmer, kommen wir etwa auf 800 Millionen Euro. Deshalb ist Ihnen weiteren Bestimmungen darunter geregelt, was machen wir mit dem Mehrgeld, wenn nur 710 Millionen drinnen steht. Und aus dem Grund ist da eine sehr komplizierte Regelung genommen. Sollte der ÖF mehr als 710 Millionen einnehmen, dann muss das auf ein Treuhandkonto gehen. Und das wird jedes Jahr mehr, größer, größer, größer. Aber das ist absurd. Ja? Das heißt, diese Bestimmung mit den 710 Millionen Euro dient nur der Höchstgrenze, mehr dürft ihr nicht einnehmen. So. Und der zweite Punkt ist, es darf auch nicht mehr als 15,30 Euro verlangt werden. Es darf weniger verlangt werden, aber in den Bestimmungen davor steht drinnen, wann es verlangt werden darf, nämlich nur dann, wenn der Herr Generaldirektor einen Antrag stellt, der Stiftungsrat zustimmt, der Publikumsrat zustimmt und die Comm Austria zustimmt. That's it. Und das ist ganz klar geregelt. Und worum geht es mir? Also uns beiden geht es eigentlich nur um das Primitivste der primitiven Geschichten in einer normalen westlichen Gesellschaft. Ich möchte Einhaltung der Gesetze. Also es geht mir schon darum, ich halte die Haushaltsabgabe für verfassungswidrig, all diese Geschichten, abgesehen davon, aber dass der ÖF und der Staat und die Frau liebe Ministerin Raab es nicht zustande bringt, in 4 Monaten eine gesetzeskonforme Situation herbeizuführen, das ist noch schlimmer als ein verfassungswidriger Haushaltsbeitrag. Das sind ja nicht 4 Monate. Ja. Mir geht es ja nicht nur darum, dass Sie... Wie kann es einem Anwalt darum gehen oder einer Bevölkerung, dass gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden? Das sollte in einer Demokratie selbstsprechend sein. Darum kann es ja, das ist ja keine Anforderung, die ich mir erwarte, sondern die ist ja selbstsprechend. Aber ich erwarte mir von einer Ministerin, die ja nicht 4 Monate Zeit gehabt hat, dieses Gesetz zu machen, sondern über ein Jahr, dass sie zumindest darüber nachdenkt, ob nicht vielleicht das Gesetz saniert werden könnte, um ganz einfach dieses Problem vom Tisch zu kehren. Ja, oder der Herr Generaldirektor soll seinen Antrag stellen. Ich verstehe es nicht, warum er es bis heute nicht macht. Ich verstehe den Weißmann nicht. Ich verstehe es nicht. Er steht ganz, er vergibt sich ja nichts. Wenn er diesen Antrag stellen würde und es wird dann die Kaskade durchgehen, dann hat man halt auch einen nach Gesetz bestimmten Betrag. Nur, warum ist es so? Die fürchten sich alle davor, dass irgendeiner Verantwortung übernimmt. Ja, und das ist der Wahnsinn in diesem Land. Keiner will mehr Verantwortung übernehmen. Und damit natürlich auch das Thema entsteht, ja, dass unter Umständen die Zahlungen, die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des reparierten Gesetzes zurückgezahlt werden müssen. Und da hat der ÖF dann ein massives Problem, nämlich ein Finanzierungsproblem. Und dann stellt sich ja unter Umständen auch die Frage, ob das Ganze nicht eh über das Budget besser finanziert werden sollte, was ja auch viele eigentlich meinen, was sinnvoller wäre und gerechter. Herr Scher, Sie waren ja selbst Stiftungsrat. Wie könnte der Stiftungsrat, also diese 35 Personen, die wild zusammengewürfelt sind? So wild sind sie gar nicht zusammengewürfelt, aber okay, schon sehr eindeutig. Geben Sie einem so ein wenig Insight-Stiftungsrat. Wie könnten die jetzt reagieren? Was könnten die tun? Und vor allem, welche Rechtsverbindlichkeit hätten eigentlich die Empfehlungen des Stiftungsrats? Also unter der, gar nicht Empfehlungen, unter der Prämisse, dass jeder Stiftungsrat persönlich mit seinem Vermögen für Fehlentscheidungen haftet.
Das müssen Sie mal mitdenken, die Stiftungsräte. Ist der Weg, den der Peter Westendahl eingegangen ist, nämlich den Stiftungsratsvorsitzenden Lockel, das ist der Grüne, der ehemalige Berater von Van der Bellen, der Westendahl hat gesagt, bitte, weil das kann der Stiftungsratsvorsitzende, setze eine Diskussion, also eine eigene Sitzung an, damit das diskutiert werden kann. Dann wird in der Regel der Fälle bei den Stiftungsratssitzungen ist immer der Generaldirektor dabei, in der Regel der Fälle. Wenn dann der Stiftungsrat den Direktor auffordert, sagt, bitte mach das endlich, wird er es wohl tun. Der Antrag ist ganz einfach, er braucht nur erklären 15,30 Euro und ich brauche dieses Budget. Da kann er in den erläuternden Bemerkungen abschreiben, weil das ist alles begründet worden. Und dann stimmt der Stiftungsrat ab und dann würde der Publikumsrat abstimmen und dann würde die Austria zustimmen und fertig. Das wäre das normale Prozedere. Das heißt, es einfach im Stiftungsrat diskutieren. Der Stiftungsrat hat ihm in die Hände gebunden, solange der Weismann nichts macht. Nur man muss dem Weismann dann auch das Misstrauen ausdrücken, wenn man da auf die Idee kommt, dass er eigentlich etwas, was er gesetzlich verpflichtet wäre, nämlich die Finanzierung des ORFs gerade zu stellen, als nicht tut mehr. Dann ist er natürlich möglicherweise als Geschäftsführer obsolet. Ja, also je länger diese Diskussion dauert und vor allem die Lösung wartet, umso teurer wird es für den ORF. Ja. Oder könnte es ja, für den ORF werden, ist das richtig so? Das ist richtig so, aber da hält sich mein Mitleid natürlich schon in Grenzen. Mich stört vielmehr, dass die Leidtragenden die Bevölkerung ist, oder ein Großteil der Bevölkerung, die einfach auch einen Anspruch auf eine anständige, rechtskonforme Vollziehung der Gesetze hat. Und das hat sie nicht. Und die können nichts dagegen machen. Ja, das ist wie ein Kampf gegen die Windmühlen. Und das finde ich eigentlich das Verwerfliche. Und offensichtlich ist dem ORF und der OBS das völlig egal, weil ansonsten hätten sie ja vielleicht auch schon eine Aussendung gemacht. Oder sie hätten sich einmal überdacht, ob sie nicht diese Mahnungen einstellen oder diese Zahlungsaufforderung, bis die Angelegenheit vielleicht einer rechtlichen Klärung zugeführt wurde. Aber nein, die werken weiter, als wäre nichts, als wäre alles in Ordnung. Und das finde ich eigentlich das Arge an der ganzen Geschichte, um es wirklich milde auszudrücken. Und jeder Sachbearbeiter bei der OBS macht seine eigene Geschichte. Die einen machen Rückstandsausweise, die anderen machen Zahlungsaufforderungen, die anderen machen Mahnungen, dann gibt es einen Dritten, der zieht die Mahnungen wieder zurück, dann werden nur Teile also es ist ein unfassbares Chaos. Also diese OBS ist in einer strukturellen Abwicklung ihrer Aufgaben dermaßen unfähig, das ist spannend. Ja, viele unserer Zuseher wissen nicht, was diese Behörde bzw. diese Agentur wirklich ist. Können Sie uns das erklären, Herr Scher? Grundsätzlich ist es eine GmbH, die also durch Gesetz gegründet worden ist. Es ist die quasi selbe GmbH, wie es die GIS war. Es ist eigentlich nur eine Umbenennung gewesen. Und die ist beauftragt durch den Staat mit der Einhebung einerseits des jetzt Haushaltsabgabe früher GIS, also Eintreibung von dem, und das zweite ist die diversen Steuern, die diversen Länder, früher auch der Bund, zusätzlich einheben. Das ist also quasi die Aufgabe von dem. Und es kommt oft die Frage vor, dürfen es denn das? Das ist ja nur eine GmbH. Ja, das gibt es in Österreich. Also man darf durchaus auch hoheitliche Aufgaben an GmbHs weitergeben. Das geht schon. Das ist verfassungsrechtlich okay. Aber das sollte man halt strukturiert und richtig machen. Wenn ein Ministerium oder irgendein Finanzamt oder irgendjemand so schleißig arbeiten würde wie die, ja, dann hätten die schon Dienstaufsichtsverfahren. Ja. Ja, viele zahlen schon jetzt die Haushaltsabgabe einfach nicht. Darunter, wenn ich richtig informiert bin, Herbert Kickl, der FPÖ-Chef. Was passiert mit denen eigentlich? Ja, das ist der Punkt. Das ist wirklich momentan der einzige Knackpunkt, wo der einzelne Konsument dem ORF, der OBS, wirklich entgegentreten kann. Wir bieten auf unserer Homepage orf-volksbefragung.jetzt allen Personen kostenlos ein Schreiben an, das sie runterladen können, mit welchem sie den Antrag stellen, dass den Personen der ORF-Beitrag bescheidmäßig vorgeschrieben wird. Damit haben diese Personen, alle, die das machen, die Sicherheit, dass gegen sie keine rechtlichen Schritte eingeleitet werden können, beziehungsweise wenn sie eingeleitet werden, dass sie ins Leere gehen. Und das ist momentan, was wir wirklich empfehlen. Und da soll halt jeder dieses Schreiben abfertigen, eingeschrieben an die OBS, um
damit einmal ruhig schlafen zu können. Weil Sie dürfen nicht vergessen, da sind ja teilweise Personen, die wirklich wenig verdienen, die in der GIS noch befreit waren und jetzt plötzlich Zahlungsaufforderungen bekommen. Das sind Personen, die wirklich wenig verdienen. Denen geht es nicht so gut wie vielleicht uns. Für die ist tatsächlich 15,30 Euro im Monat eine Frage, ob sie am nächsten Tag sich etwas zu essen kaufen können oder nicht. Und das ist die große Frechheit eigentlich, dass über diese Personen einfach drüber gefahren wird. Und deswegen appellieren wir wirklich an alle und deswegen sagen wir es auch öfters, dass dieser Brief runtergeladen werden soll und abgeschickt werden soll, damit auch viele Personen, die eben wirklich psychische Probleme langsam schon haben, ruhig schlafen können. Herr Scheer, wann ist für Sie dieses Thema eigentlich erledigt? Wenn der gesetzeskonforme Zustand wiederhergestellt ist. Der kann dadurch sein, dass der Nationalrat das Gesetz ändert. Das ist die Aufgabe und der Zweck des Nationalrates. Oder indem halt der Generaldirektor das tut, was er im § 31 zu tun hat. Dann ist mal diese Sache erledigt. Was nicht bedeutet, dass ich nicht dann weiter gegen die Haushaltsabgabe sein werde. Aber wenn etwas nicht einmal bestimmt ist, dann brauche ich es auch nicht zahlen. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich überlege, ich habe nämlich selber irrtümlicherweise vergessen, meine Einzugsermächtigung der GIS zu stornieren. Ich überlege persönlich jetzt, dass ich diese zweimal Einziehungen, die da gewesen sind bei mir, mittels Zivilklage beim Bezirksgericht Hietzing möglicherweise oder halt im BG1, das weiß ich noch genau, einfach mittels Zivilklage einklage. Das wird spannend werden, weil da muss sich auch einmal ein Zivilrichter damit auseinandersetzen, ob denn das berechtigt ist, dass man ohne gesetzlich konform bestellten Beitrag einfach jemanden quälen darf, indem er die Einzugsermächtigung missbraucht. Viele sagen, das, was Sie, Herr Hüllwart und Herr Scheer, betreiben, das ist nichts anderes als gnadenloses ORF-Bashing. Nee. Was sagen Sie diesen Kritikern? Das ist kein ORF-Pashing. Pashing ist unserer Ansicht viel mehr, dass der ORF bzw. die OBS ohne Rechtsgrundlage Zahlungsaufforderungen verschickt und Rückstandsausweise verschickt und Personen in einen Zustand versetzt, in denen sie einfach durchaus auch Angst haben. Und das ist Pashing. Pashing kann es nicht sein, wenn zwei unbedeutende Anwälte dem ORF und der OBS sagen, dass sie bitte die gesetzlichen Grundlagen einzuhalten haben und dass eine Behörde nur aufgrund eines Gesetzes, nur das Gesetz entsprechend exekutieren darf, was nicht der Fall ist. Also das ist Pashing. Wir haben ja auch nichts gegen den ORF, aber wir haben etwas dagegen, dass in dieser Form eine Haushaltsabgabe lukriert wird, für die einfach derzeit keine Grundlage besteht. Und wir müssen eine Gruppe, müssen wir auch erwähnen, das sind nämlich die ORF-Mitarbeiter. Wir haben 3000 Mitarbeiter und die sind alle nicht so bezahlt wie gewisse Morgenmoderatoren oder Bauleiter des ORFs. Und die einfach normal zum Teil prekäre Situationen haben finanziell. Und die haben auch das Recht darauf, dass die Führung des ORF zumindest dafür sorgt, dass sie finanziert bleiben. Weil das muss ich auch aus meiner Stiftungsratszeit kennen. Ich habe viele Leute dort kennengelernt, bin befreundet mit einigen und ich sehe auch, dass sehr viele Leute diesen Job dort wirklich mit Leidenschaft machen. Vor allem Techniker, Journalisten, die machen das ja durchaus auch wirklich mit Begeisterung und sind auch bereit, viele Dinge in Kauf zu nehmen, die arbeitsrechtlich vielleicht gar nicht so in Ordnung sind, nur um einfach dort zu arbeiten. Und denen hat man auch verdammt nochmal die Pflicht entgegenzubringen als Generaldirektor, dafür zu sorgen, dass das Ding finanziert bleibt. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir uns in dieser Frage noch mehrmals treffen werden. Wir sind gespannt, ob es vielleicht in kommender Woche schon ein Treffen zwischen den beiden Anwälten und den Stiftungsräten gibt. Insgesamt 35 gibt es. Der Ex-Grüne Otto Lockl ist der Chef von Ihnen. Danke vielmals für das Gespräch. Danke für die Einladung.